Meine Lieben, so, und jetzt gebe ich das Mikrofon weiter. Sind wir da hinten schon bereit? Jawohl, ich sehe gerade, es laufen die letzten Vorbereitungen. Oder noch nicht. Doch, da sind wir. Also, meine Lieben, begrüßt ganz herzlich mit mir. Ich sag, Alexandra war es. Die Alexandra. Herzlich willkommen. Wien, München grüßt euch. Schön, dass ihr alle da seid. Wir haben auch in München, haben wir auch jedes Wochenende eine wunderbare Demo. Immer wieder für die gleichen Sachen, für unsere Freiheit, für unsere Selbstbestimmung. Und ja, also, und wir haben natürlich dann auch immer die Abstandsregeln. Und nachdem das Virus, Coronavirus, ist ja ganz hochinteressant, das ist nämlich so, in Österreich ist es sehr langsam, weil da braucht ihr 1 Meter Abstand. Bei uns in München, beziehungsweise in Deutschland, da ist es schon ein bisschen schneller. Da braucht man nämlich 1,50. Und in der Schweiz, oh mein Gott, echt, da ist es so schnell, da braucht man nämlich 2 Meter. Also hochinteressant, dieses Virus. Samuel hat es auch schon gesagt, es ist wirklich die ganze Welt. Also ich habe Freunde in Toronto, die genauso wie wir hier jedes Wochenende Fearless Ontario heißen, die auf Facebook. Jedes Wochenende sind sie da und kämpfen sozusagen für die Freiheit. Also es ist unglaublich. Die dürfen auch nicht mehr nach Amerika, weil in Amerika ist ganz schrecklich. Also da ist der Virus, da schlägt er hoch. Haben sie jetzt übrigens die neuen Werte. Es sind nur 9000 Menschen gestorben anstatt 100 irgendwas. Auch sehr interessant, also hochinteressant. Samuel hat es auch schon genannt, in Australien ist auch momentan wieder mal ein Lockdown, oder beziehungsweise war, jetzt sind sie wieder auf der Straße, werden aber auch sofort in Verwahrsam, also in Gewahrsam genommen, wenn sie irgendwie gegen die Regierung sind. Bei uns sind auch einige Sachen, bei uns waren auch einige Sachen, die leider Gottes, wo wir sagen, also es war zum Beispiel, Eltern werden von Kindern getrennt, wenn das Kind Schnupfen oder Corona hat. Also es ist wirklich, es ist unglaublich, was dieses Virus wohl in sich trägt. Es trägt Angst und Vernunftsbefreiung. Und zwar Vernunftsbefreiung bei vielen, vielen Menschen, leider Gottes. Und ich glaube, da müssen wir vielleicht ein bisschen Wahrhaftigkeit wieder implementieren und die Angst in Mut verändern. Wir haben in Deutschland haben wir die Mutigmacher. Also wenn ihr irgendwie Menschen habt, die keine Lust mehr haben, dort wo sie arbeiten, bei der ARD oder bei ORF 1, 2, ich weiß nicht, wie ihr eure Sender heißen, dann schickt sie zu Mutigmachern. Wir müssen mutig sein, weil es wieder, Samuel schon gesagt hat, wir sind gerade beim Marathon und wir sind leider Gottes erst am Anfang. Das wird noch wirklich, wirklich schwierig. Ich weiß nicht warum, ich kann es mir auch nicht erklären, warum so viele Menschen diesen Virus und den zweiten Lockdown und hier und da, vielleicht wollen sie impfen. Wahrscheinlich ist es die Impfung. Also Impfung ist ja, wie man weiß, genau das kontraproduktiv. Anstatt dass sie uns sagen, geht raus, macht Sport, esst gesundes Essen, Bio, macht Permakultur, einfach positiv. Für das Leben, für unser Leben, für unsere Kinder. Nein, sie machen genau das Gegenteil. Impfung. Impfung ist, also es gibt Impfungen, die sind schon seit 30, 40, 50, 60 Jahren getestet. Alles gut, Diphtherie, Kinderlähmung und so weiter. Aber ein Covid innerhalb von, also Coronavirus innerhalb von einem Jahr, wo überhaupt keine Zahlen da sind, wo normalerweise wirklich 15 Jahre mindestens geprobt werden muss, und das auf die Menschheit loszulassen, ein absolutes No-Go!
Und in Amerika zum Beispiel gibt es ja auch Demonstrationen, da standen plötzlich Ziegelsteine auf der Straße. So ganz unbedarft war überhaupt keine Baustelle, sondern es waren einfach nur Ziegelsteine. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also wer auch immer diese Ziegelsteine dorthin gelegt haben, wir, die demonstrieren, das sind Menschen der Liebe und der Freiheitswillen und der Selbstbestimmung und nichts anderes. Wir sind Herzensmenschen. Hier, die Zukunft liegt in unseren Enkelkindern. Und Enkelkinder brauchen Liebe, die brauchen Umarmung. Und wenn eine ältere Dame im Altersheim stirbt, und zwar alleine wegen Corona, was ist denn das bitte? Das geht doch überhaupt nicht. Das sind alles Dinge, die gegen die Menschlichkeit sind. Und wir als Menschenvolk sozusagen, wir haben diese Dinge in uns und wir haben sie tief in uns. Und jeder, der jetzt gerade irgendwie meint, was anderes zu machen und als Politiker irgendwelchen Wahn nachgeht, der muss sich mal wirklich reflektieren und schauen, hallo, in sich hineinhören, in sein Herz hineinhören und die Liebe wiederfinden und das Leben wiederfinden. Die Freude, das, was uns ausmacht. Ja, genau, das ist es doch, oder? Und Kinder müssen sich wieder balgen können. Mein Gott, ich habe hier blaue Flecke von meinem Neffen. Der braucht es. Das sind Jungs. Action. Und genau das brauchen wir. Und wenn sie Fußball spielen, dann müssen sie tacka-tacka. Und muss fliegen, die Fetzen. Und genau das ist es. Das ist einfach Menschlichkeit. Das ist unser Leben, unsere Gesellschaft, unsere Freude. Und das müssen wir wieder zurückbeobern, sozusagen. Und wir kriegen es zurück. Und jeder Einzelne von euch muss einfach rausgehen und wirklich Demos, 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 Demos. Alle von uns. Und jetzt übergebe ich wieder und übernehme wieder. Vielen Dank. Und ja, bitte, bitte. Ruft alle Menschen immer wieder ganz normal, wir sagen bei uns in Bayern, wachküssen. Zeigt euer Gesicht, küsst sie wach, umarmt sie, schenkt ihnen Liebe. Wir können nie irgendwas erreichen, wenn wir im Krieg sind, sondern wir können nur mit Liebe was erreichen, was langfristig ist. Und deswegen sind wir in Liebe und wir kämpfen mit der Liebe, für die Liebe und für unsere Freiheit. Und jetzt kommt normalerweise der Jürgen. Wo auch immer er ist. Jürgen!